Intro. Naja, vielleicht. Doch in den Hof. Hallo, Ali, liebe Freunde der Blasmusik. Ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem Rosingenstädtchen Neulenkbach im Wienerwald. Eigentlich bin ich ja nur der alte Knackerschmatz, aber der Flipperstein ist schon so im Kopf fixiert vom anderen Kanal, es hilft nichts. Ich habe die aktuellen Zahlen und Fakten für euch von Corona, Covid-19 in Österreich, aus Österreich, in Österreich. Der Stand 27.07. 18 Uhr. Insgesamt positiv getestete Personen 20.579, das ist plus 70. Durchgeführte Testungen 853.169, das ist plus 5.271. Aktive Fälle inklusive Spital 1.599, das ist plus 48. Verstorbene 688, gleich geblieben. Im Spital ohne Intensiv sind es 79 minus 3. Und auf der Intensiv 16 plus 1. Das heißt, wir haben täglich so circa 50 Leute mehr, die diese blöde Krankheit haben. Naja, heute ist ein sehr eigenartiger Tag, nachdem ich gestern ja diese Geschichte, wisst ihr das schon? Ich habe es mir gar nicht gemerkt. Ja, ihr wisst ja schon. Gestern hat mich jemand angerufen, ein Microsoft-Mitarbeiter, aber privat, und wir haben eine Windows-Update-Diskussion geführt, 46 Minuten lang. Die hat mich die ganze Nacht aufgeregt, weil mich das ja sowas bescheuert ist, wenn da diese Einstellungen. Und da habe ich mir keine Kosten und Mühen gescheut und Hemmungen und habe heute im Flipperstein-Schmatz-Studio oben im YouTube-Bereich des Saal Classic ein Microsoft-Plakat aufgestellt und habe dann mal heute gefilmt und habe für diesen Kanal in, glaube ich, 4 Wochen kommt es ungefähr, ein Video zum Thema Microsoft Windows Updates. Warum eigentlich nicht? Gemacht. Ja, da habe ich meine Meinung mal kundgetan mit Daten und Fakten und Informationen von und zu überhaupt. Nachdem ich das dann abgeschlossen hatte, habe ich ernsthaft gesagt, jetzt baue ich einen VPN-Tunnel zu meinem Netzwerk auf. Folgende Überlegung. Ich fahre ja morgen fort. Wenn ich fortfahre, bin ich nicht mehr da. Bin ich nicht mehr da, kann ich dieses Coronavirus-Tagebuch nicht machen, weil ich ja dieses Video mache. Dann gehe ich zu meinem Computer ins Wohnzimmer, übertrage das Video auf den Computer, mache dieses schöne Intro rein, rendere das, lade das auf YouTube und mache dann noch Dokumentation in meiner Excel-Datei. So, bin ich aber nicht da, dann kann ich das nicht hochladen. Jetzt gibt es folgende Überlegung. Man könnte theoretisch sich mit TeamViewer auf den Computer zu Hause verbinden, das Video vom Notebook über TeamViewer auf den Computer übertragen. Das würde dann ungefähr so 32 Stunden dauern. Das heißt, da müsste ich schon vorgestern anfangen, das Video aufzunehmen, das ich euch morgen zeige. Wird knapp. Habe ich mir gedacht, bin ich gescheit? Mache ich einen VPN-Tunnel? Immerhin habe ich eine SRX 5308 stehen. Ich habe statische IP-Adressen. Ich habe Client-Software-Lizenzen. Also warum nicht? Und habe mir das heute angeschaut und habe heute auf meinem Notebook einen Netgear VPN-Client installiert. Habe stundenlang gebraucht, bis ich das eingerichtet gehabt habe. Dann habe ich bei einem Kunden abgeschrieben, wo ich das schon mal gemacht habe, weil ich es nicht mehr hingekriegt habe. Wenn du das nur alle 2 Jahre mal machst, keine Chance, dass du das noch kannst. Habe das an meine IP-Adressen angepasst und habe mich tatsächlich einmal erfolgreich verbinden können. Und dann konnte ich auf die NAS zugreifen. Auf meinen Server konnte ich nicht zugreifen, aber auf die NAS. Warum ich auf den Server nicht zugreifen kann? Firewall, keine Ahnung, die Firewall, wahrscheinlich noch eine andere Firewall. Oder vielleicht liegt es nur daran, dass ich über mein eigenes WLAN auf der einen Seite bei der Firewall raus und auf der anderen wieder reinkomme ins andere WLAN. Vielleicht schnallt ihr das nicht. Jetzt haben wir gedacht, mache ich einen Hotspot mit meinem tollen Lumia 550. Und da habe ich dann wieder einmal zugreifen können und das war es dann nie wieder. Deshalb habe ich das Projekt jetzt beendet. Ja, ich habe da halt stundenlang umgetan, ich habe das am Notebook und wenn ich irgendwo weit, weit weg bin, werde ich das mal ausprobieren, ob es geht. Wenn es geht, bekommt ihr morgen so ein Video, wie ihr es heute habt, so ein sinnloses mit Intro und Abspann. Wenn es nicht geht, dann bekommt ihr irgendwas, ja. Ohne Intro, ohne Abspann, da mache ich dann selber und fertig. Mal schauen, wie das wird.
Bis es weitergegangen. Die Stimmung war gereizt. Kinder, also die Kinder haben sich letzte Nacht aufgeführt. Das war eine Katastrophe. Entsprechend müde bin ich. Der Hund schaut da drüben beim Hof, bei einem Fenster raus. Ja, sie haben keine Ruhe gegeben. Sie haben sich nicht ausgetobt. Es war Katastrophe. So, dann ist noch das Bedürfnis entstanden, einen bestimmten Film zu schauen. Und die Kinder haben nur mehr Wut gemacht, bis ich auszog bin und herumgeschrien habe wie ein Irrer und gesagt habe, so, jetzt gehen wir Auto putzen. Ja, und dann sind wir rausgegangen mit einem riesen Grant. Ein Kind hat das Clean in die Hand gekriegt, eins hat den Staubsauger in die Hand gekriegt und das dritte haben wir gesagt, du machst uns Wind, du laufst ein bisschen durch die Gegend, damit es dann nicht so heiß wird. Und dann haben wir das Auto gewaschen. Aber sowas von und zu wie, also sowas von zu ohne wie haben wir es gewaschen. Und der Hintergedanke ist, den Kindern zu vermitteln, wir machen jetzt das Auto sauber, das machen wir nie, das machen wir vor dem Urlaub, machen wir das. Den Kindern zu vermitteln, oh, wir machen jetzt das Auto sauber, wir fahren in Urlaub. Ja, so als geistige Vorbereitung. Und dann haben wir die Tradition fortgeführt, sind zur Tankstelle gefahren und sind mit unserem Auto in die Waschanlage gefahren, haben uns reingesetzt und haben zugeschaut, wie diese Waschanlage 9 Euro Wasser und Schaum verspritzt hat. Und das Auto aufgeschobt hat. Und deshalb glänzt und blitzt das da jetzt so. Die Dellen haben es nicht weggewaschen, aber das macht ja nichts. Gegessen haben wir grundsätzlich die Reste von Samstag. Und dann habe ich noch ein Stück Käse dazu herausgebrutzelt. Ja, genascht haben wir ein bisschen weniger. Die anderen haben weniger genascht. Ich habe wieder so eine Packung von diesen Waffelröllchen von Balsen gegessen. Ich sage dir, sowas sollte man nicht kaufen. Und jetzt habe ich sie extra nicht in den Kühlschrank gegeben, damit es nicht kalt sind. Wenn es nicht kalt sind, sind es nicht gut und ich ist trotzdem. Ja, am Abend habe ich jetzt noch erfolgreich die aktuelle S-Identity-App auf meinem PC installiert, denn George hat mich informiert, wenn ich das nicht sofort mache, dann schneiden sie mir den Kopf ab. Also habe ich sofort gehorcht und habe das noch 7 Tage vor der Frist abgegradet mit dem Erfolg, dass ich jetzt jede Überweisung einzeln freigeben muss. Bravo Sparkasse, ihr macht das super. Dann habe ich der Firma Hutchinson 392,62 Euro überwiesen. Die Monatsrechnung. Und ja, und dann habe ich noch kurz auf die Webseite der Bavaria Filmstadt geschaut und bin sowas von und so begeistert, dass ich dort nicht für die Öffentlichkeit filmen kann. Mal schauen, ob die kurzfristig eine Drehgenehmigungen rausrücken oder nicht. Fürs Legoland habe ich es ja, aber für die Bavaria steht es. Und dann habe ich mich noch informiert, wie das mit den Dashcams ist, die man so am Armaturenbrett hat, wenn man die laufen lässt. Und offensichtlich ist das in Österreich lockerer als in Deutschland. Gut? Ja, diese Persönlichkeitsrechte. Ja. Überwiesen habe ich noch, habe ich gesagt, und jetzt werde ich noch eine Datensicherung starten. Bin noch am Überlegen, ob ich nochmal meinen Webserver neu starten soll. Habe übrigens gestern angefangen, oder heute angefangen, in diversen größeren Netzwerken Windows-Update-Services zu starten. Ui, eine ganz schlechte Idee. Funktioniert überhaupt nicht, dieser Microsoft-Produkt. Mal schauen, vielleicht werden wir das skripten. Aber erst Ende August, wer weiß, was bis Ende August ist. Und ich bin drauf gekommen, dass bei ein paar Kunden die Windows-Revisionen schon ein bisschen überaltet sind und es da höchste Zeit wäre, was zu tun, denn die Netzwerke sind nicht 2 Jahre alt, sondern 3 Jahre. Haha, die Zeit vergeht. Darum ist auch die Lizenz des Virenschutzes schon aus. Ja, ansonsten, alles froh gemut, werden wir schauen, wann wir morgen aufstehen. Werden wir schauen, was meine Frau heute noch spricht, werden wir schauen, was wir heute noch naschen. Das ist der Plan und der fixe Plan ist Pommes zu essen, das haben wir eh schon besprochen. So schaut's aus. Und dann werden wir schauen, wie die Autofahrt funktioniert. Ich habe den 7. Sitz wieder ins Auto montiert, mit den Hintergedanken, ein bisschen mehr Abstand zwischen die Kinder beim Autofahren zu kriegen. Und eine wichtige Sache habe ich vergessen, die muss ich jetzt noch nachholen. Drum werde ich jetzt noch eine Minute in der Nase bohren und dann sage ich heute, nein, Scherzchen. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's so. Also das Wetter ist ja von und zu überhaupt perfekt. Schaut euch das Wetter an. Da, schaut's. Der Himmel. Die Sonne. Der Sonnenschirm, der Mond ist auch da, ich meine, der Hund ist gerade nicht sichtbar, der Hof ist noch sauber. Der Staub wurde vom Regen weg. Ups! Die Selfie-Stange wird hin, die hält kein halbes Jahr. Zum Glück habe ich eine zweite. Die wackelt nämlich so, seht ihr? Die ist ausgeleiert. Jetzt habe ich schon überlegt, was ich mache.
vielleicht ein bisschen zwei Komponentenkleber hineinwurschteln, weil das kannst du, oder mit der Zange zusammenzwicken. Brutal. Denn irgendwie ist das schon peinlich, oder? Wenn das nur ein halbes Jahr, ich meine, sie hat 11 Euro gekostet. Inklusive Bluetooth-Fernbedienung. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass das eine Standardhalterung ist, mit der diese Selfie-Stange da oben, dieses Schraubding hat. Das haben die GoPros auch. Die GoPros machen Sachen, ich sag's euch. Die eine geht überhaupt nicht, die macht nur mehr Piep. Datei wird repariert, Piep, Datei wird repariert. Ich habe mich heute gar nicht damit beschäftigt. Ich schmeiße jetzt alles in einen Sackerl und nehme das mal mit. Und ich denke, ich werde viel mit der Legria filmen. Nehme mal zur Sicherheit die zweite Legria mit, falls sich die in Luft auflöst. Da werde ich heute die Speicherkarte noch neu initialisieren, von wegen überhaupt. Und so machen wir das. Das ist der Plan, das ist der fixe Plan. Sogar die Ladegeräte habe ich eingeladen. Das Notebook ist upgegradet auf die neuesten Office-Release, damit ja viele Probleme auftreten. Ja, so ist der Plan. Ich habe vor, viel zu essen. Ich habe vor, mich wenig zu bewegen. Das ist der Plan. Ja. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, vielleicht morgen auf diesem YouTube-Kanal.